bist du? Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Nick? Jason? Scheiße. Nichts Gutes. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen.
kein Licht? Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne wirken grotesk, missgebildet und verfärbt. Seltsam, unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben. Das Blut ist völlig fremdartig. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Jackson, sieh das. Fuck. Eine Leitung nach draußen? Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Ich würde nicht gern darauf klettern, um sie... Was soll das, Joey? Ja.
Scheiße, Joey, ich bin's! Das reicht, Corporal Gomez! Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Nicht, dass du kämpfst? Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauche bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Gut, dass du hier bist. Naja, schätze, ich bin auch ganz froh. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Siehst du doch, klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für dich. Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an.
alles okay? Er braucht eine Minute. Eine Minute bringt uns nicht um. Vielleicht doch. Gott, du siehst übel aus. Wow, danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Konzentrieren wir uns doch lieber mal aufs Überleben. Kein Wunder, dass du für alle die Queen Bitch bist. Das Traurige ist, du merkst es nicht. Was soll ich merken? Du lässt keinen an dich ran. Du umgibst dich mit einer Mauer. Nein, nicht mal eine Mauer, eine Eiswand. Sag mal, Rachel, steckt dahinter überhaupt ein Mensch? Ist nicht leicht als Queen Bitch. Glaubst du, ein nettes Lächeln hätte mich so weit gebracht? Und ich dachte, ihr Langleys wird auf dem Ponyhof aufgewachsen. Ponyhof? Hab mir den Arsch aufgerissen. Du glaubst, mein Spitzname macht mir was aus? Ich trage den Namen wie ein verdammtes Ehrenabzeichen. Die wissen nicht, welchen Scheiß ich durchgemacht habe, um so weit zu schaffen. Ja. Und wie weit ist das genau? Bis in den nächsten Scheißladen, wenn ich ehrlich sein soll. Du und ich, wir sind uns ähnlich. Wir haben beide getan, was zu tun war, um unser Ziel zu erreichen. Und das ist gut. Verständlich. Versprechen. Hör mir gut zu. Irgendwas passiert mit dir. Was hat dir das Ding angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt! Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf! Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Warte! Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Wir wissen kaum was über die Dinge. Komm schon, Rachel. Verarsch mich nicht. Sieht nicht gut aus. Wahrheit wird überbewertet. Sollte ich mich verwandeln? Musst du mich töten? Wenn das passiert, töte ich nicht dich.
Ich sollte hier bleiben. Was meinst du? Komm rüber! Ich schaffe es nicht. Mach's gut, Clarice. Als hätten die da unten viel mehr Spaß, als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Nicht so weit. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Eine Sache hat Eric bei dem ganzen Dreck richtig gemacht. Die Luftunterstützung. Zeichen und Wunder. Wenn wir ein Signal senden, können die uns vielleicht hören. Wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen. Ein Schritt nach dem anderen.
Ihre Funde sind immer noch begraben. Weit weg von jedem Museum. Ich wusste es. Eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Danke. Gute Arbeit, Sergeant. Du hast keine Zeit für den Scheiß. Sie kommen. Verdammt. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und CENTCOM rufen können. Dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ihr Pisser kriegt das doch nie im Leben hin. Was zur Hölle, Lazarus? Ich fass es nicht. Zurück von den Toten. Corporal Mervyn, am besten du bleibst hier und erholst dich mal. Und ihr habt den ganzen Spaß? Niemals. Ich erkläre euch ganz langsam, was Sache ist. Ich bin der einzige Mechaniker hier. Das nennt man einen verdammten No-Brainer. Er hat schon recht. بيطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يجمدوا. لا لا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. انت اتجننت. دول على الديوانة.
شفت شي الغول؟ في غول هناك هو ذا العدو الحقيقي. سليم انت اتجننت. اسمعني أرجوك اسمعني، قتلوا الأمريكان وكانوا حيقتلوننا. اسمعني، أنا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد. اخرس وامشي ورايا. انت سمعني خالص؟ لا انت اسمعني دلوقتي، يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن، اختار. الله يلعنك. استنى انا جاي. Kannst du meinen Zahn zulegen? Uns läuft die Zeit davon. Und ich dachte, ich gehe mal eben spazieren. Die Aussicht genießen. Ich brauche 2 Minuten. 2 Minuten? Willst du es zweimal machen? 1-0 für den Lieutenant. Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel bei den Kameras. Hier sind Sie leichte Beute! Los! Coyote 2, fordern Evakuierung, over! Wenn jemand da draußen ist, wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Rettung und zwar sofort, over! Mainline 2-1, hier spricht Rhino 1-5, wiederholen, over! Die Luftunterstützung! Ihr müsst uns hier rausholen! Wir sind unter der LZ gefangen, viele nicht identifizierte Feinde! Wir müssen hier schnellstens verschwinden, over! Alles klar, Mainline 2-1, verstanden. Warten. Scheiße! Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Gib mir Deckung! Schuss!
Na, wen haben wir denn da? In den Tempel! Schnell! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Du lebst? Überrascht dich das? Rach? Tut mir so leid. Du hast die Regeln befolgt. Du hattest einfach keine andere Wahl. Gibt nichts zu diskutieren. Wir wären jetzt beide tot. Das musst du verstehen. Können wir? Wir können. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Ich konnte es nicht riskieren. Musste sie zurücklassen. Du meinst, Clarice ist immer noch da draußen? Das ist nicht mehr Clarice. Sie hat sich vor meinen Augen verwandelt. Ich glaub dir. Bei Joey war es nicht anders. Eine Waffe? Jeder Schuss muss sitzen. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Ohne ihn sind wir blind! Helft mir! Von den Dingern darf keins hier durch! Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Das fehlt uns noch. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Sie wird nicht halten!
unser Haus! Wir bestimmen! Wer hat der Wichser nicht auf? Oh, Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Wertloser Haufen Schrott! Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen? Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Die Idee, Rage. Ja, es läuft doch. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Ermi سلاحك. بالإنجليزي. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Du rossasse auf dem Mago, lau mal smash el kalam.
حتكون فكرة وحشة. انتي مش في مكان تحدثي. Nur ein Mucks. Mag es besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was Ahban! Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Dieses Mal immerhin von vorne. Sie entscheiden, Colonel. Wir brauchen Sie. Sie sind der Feind, Nikki. Ich vertraue keinem von euch. Ja! Ja! Sie kommen! Wir müssen die Tür öffnen! Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran! Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihn! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Wer ist da? Wer ist da?
bin ich eigentlich? Er ist verloren, wir müssen weiter. Los! Nicht doch her. Leg dich nie mit einem Marine an. Du stirbst. Wenn du schießen willst, schießt! Worauf wartest du noch? Ich kannte schon viele Männer wie dich. Weißt du, was sie jetzt sind? Wurmfutter. Ach, da habe ich es ja mit einem kleinen Kriegshelden zu tun. Kriegsheld? Kein bisschen. Und jetzt sage ich dir, was als nächstes passiert. Ich finde, wir sollten unseren Streit besser beilegen. Kämpfen wir gemeinsam, schaffen wir es vielleicht. Was meinst du? Sieht etwas besser aus als die Alternative. Bleib nah bei mir und sei wachsam. Weißt du überhaupt, wie man die bedient? Geb dir gern eine Kostprobe. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir,
Den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Einer hält das Tor auf und der andere schlüpft durch. Das ist wohl unsere einzige Chance. Ich suche nach einem anderen Weg. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Beeil dich bitte. Ist nicht wirklich schön hier allein. Ach, jammer nicht. Du hast ja die Knarre. Ich hab nur einen Stock. Unterschätze diese Waffe nicht. Hast Glück, eine Waffe zu haben. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren? Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Kriecht durch! Danke. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle rettet mich vor seiner Raserei. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl.
Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Hab es mir nur geliehen. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Willst du einen Witz hören? Nein. Er
6. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Deine Frau? Ach was, jetzt willst du reden. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Ganz schöne Wundertüte hier. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen! Starte es! Du spinnst! Vampire kommen garantiert von da unten.
Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ugh.